What is this? I don't know. Let's open it. Ooh. From Bloody Bill. Who's that? I'll get the tape player. Aha. Chloe's dad is such a goofball. Und damit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storms, die Bonus-Episode. Was es alles gibt. Hören wir mal rein. Ahoy there, Plankwalkers! It's me, Bloody Bill, the Pirate King. What the heck? By now you'll have seen that I dug up your treasure, which would normally make us mortal enemies. But hear me out. I haven't pilfered a thing. On the contrary, I figured you swashbucklers might not be back to your loot for some time, so I've given it extra protection from the winds and rain. I'm sure you're excited to open your time capsule, so I won't go on too long. Just know that Bloody Bill is bloody proud of you. Both of you. Keep those sails trimmed and that anchor scrubbed. And always remember, the real treasure is... friendship. Love. Your Oregon State prepaid college savings plan. Ugh. Coolster Vater aller Zeiten. That's what we originally buried. Huh, yeah. I guess it probably would have gotten ruined underground. Holy crap! It's Billy the Squid! He's alive! Oh, man! It really is like a time capsule. No way! Chloe, look at this. We wrote each other letters. Oh, I remember these. To Chloe Price. Thanks, Max. I hope you are having a lot of fun being a teenager with your best friend. Aw, you are so cute. Check it out. Ugh, Maxine. Liebe Chloe, wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut. Heute ist Freitag, der 27. Juni 2003. Wir haben Sommerferien und erstellen eine Zeitkapsel für dich und mich in der Zukunft. Mit dem Thema Piraten. War es nicht lustig, sie zu finden? Hier sind einige Dinge, die wir mögen. Lieblingstier, arabisches Pferd Max, Otter Chloe. Arabisches Pferd? Okay. Lieblingsessen, Hummerrolle, Kaffee-Eiscreme. Was? Das ist beides super eklig. Obwohl Hummerrolle könnte lecker sein, keine Ahnung. Ich mag keinen Kaffee. Lieblingsfach, Kunst oder freies Lesen. Da bin ich eher, Freistunde war gut, finde ich. Wissenschaften. Viertens, beste Freundin, die andere, beide. Wie steht es mit dir? Bist du 12 Jahre oder älter? Was ist dein Lieblingsessen, dein Lieblingsfilm und so weiter? Das ist alles für den Moment. Ich hoffe, du hast als Teenagerin viel Spaß mit deinen besten Freundinnen. Alles Gute, Maxine Caulfield. Okay. How about mine? What did I write? This is so Chloe. Liebe Maxine, hallo aus dem Jahr 2003. Hier ist eine Aufzeichnung davon, wie unsere Tage verbracht haben. Kannst du erraten, welches davon wahr ist? Erstens, wir gehen auf dieselbe Schule und sitzen in der Pause immer zusammen. Was sonst? Zweitens, wir haben mindestens einmal die Woche eine Pyjama-Party. Das glaube ich nicht. Drittens, wir mögen extrem salzige Brezeln. Wer mag die denn schon? Viertens, wir veranstalten einen Brezeln, gell, wo immer so super viel Salz drauf ist. Man ist mal so, Alter, ich muss alles wegbröseln, weil mir sowas von dem Mund zerätzen, wenn ich es in den Mund nehme. Viertens, wir veranstalten ein Rennen, wer seine Eltern zuerst überzeugen kann, ein Haustier zu haben. Fünftens, wir werden zusammenleben, sobald wir es uns leisten können und werden nur Goldfarbe benutzen. Diese Idee mit zusammenziehen, glaube ich, haben voll viele beste Freunde, Freundinnen und so weiter. Man macht es dann immer nicht. Voll schade eigentlich. Sechstens, wir haben viele Feinde bekämpft und uns nie im Stich gelassen. Könnte sogar wahr sein. Was hast du geraten? Falls du alles davon geraten hast, liegst du richtig. Deine Freundin für immer. Chloe Elizabeth Price.
Chloe heißt mit dritten Namen Elizabeth? Warum weiß ich das jetzt? Alter, das ist krass. You were really sweet. Oh man, I was really goopy. I like it. That's because you're a goop. This is so cool. There's so much to look at. Is your mom going to mind about this mess? Dunno. I thought they'd be home by now. Max, remember scratch art? Oh, I love this stuff. I'm gonna draw something. All these memories. I want to look at everything. Oh. Okay, gucken wir uns um. Was ist das hier? We always make so much more of a mess here than at my house. Manga might be the one thing where Chloe out-nerds me. Manga ist doch nicht nerdig, oder? Da bin ich bescheuert. I always look especially short next to Chloe. Aber die ist sowieso mal eine ziemlich große Frau. Selbst die Rachel ist ja viel kleiner gewesen. This is probably the last thing Chloe's mom wants to see after a shift at the diner. Komm, wir räumen es auf. Los! Oh, Junge, Alter. Nicht schlecht. Wo geht's denn? Oh Gott, hier sind Notizen. That was a good week. I used every possible excuse to be here for breakfast. Viel Glück, Liebling. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang 2 Waffeln in deinem eigenen Haus. Deine dich liebende Frau. Waffeln sind wohl ganz lecker. Ich habe, glaube ich, selten Waffeln gegessen in meinem Leben. Vielleicht Red mit Nutella sind am geilsten. These used to make great pirate swords. Oder ein Maschinengewehr, das wissen wir ja von Iblali. Goodbye, Vase. Soon you won't have to worry about me knocking you over anymore. Vasen sind echt so ein Scheißzeug. Ist da noch was Cooles? Leider nicht. Okay, machen wir es hier weiter. Da haben wir aufgehört. Foto! I love how Polaroid cameras make every photo look a little nostalgic. Voll das krass gute Bild. Ich und Papa. Junge, Alter. Ich schaue auf Bilder immer so hässlich aus. Okay, This container looks like it could last 100 years. Das, oh, die Schneekugel, die kennen wir ja. Die berühmte Schneekugel. Now you've got something pretty to look at. Das sind schon coole Teile, so Schneekugeln, die mochte ich auch immer. Irgendwie haben die was. Ein Comicbild. Holy crap. It's the end of that comic in Chloe's room. Oh, this is gross. Die brennt aber das Gesicht weg. Vielleicht solltest du runterkommen und den Typen zusammen mit mir das Gesicht mit Flugkraft wegfliegen lassen. Aha. These are awesome. Chloe's always been good at making up cool things to do. Hat nicht Leonardo da Vinci auch so ein ähnliches Ding gemalt? Der Helikopter. Der bequemste Sitz der Welt. Welche Pedale zwischen Rädern und Rotoren treiben auch die Rotoren an? Aha. Flammende Finger. Feuerstein, Stahl. Ah ja. Sonnenstrahl. Hier kommt Sonnenlicht rein, Spiegel und Linsen, um das Sonnenlicht zu verstärken. Laserstrahlen werden von hier verschossen. Öffnet Zulauf. Aha! Klappt bestimmt alles. Most of these are pretty far off base. Die beiden Briefe. It actually might be really fun to write letters to Chloe after I move. Is writing once a week too often? Will I run out of things to say? Hm. Ja, wirst du aber nicht tun, wie wir schon wissen. It's good to see you, old friend. Volles coole Kuscheltier.
das Tonband. Recording things was so much fun in third grade. Bei unserem Rekorder, wenn man da die Leertaste gedrückt, also nicht durchgedrückt hat, sondern leicht angedrückt hat, lief das Band lustigerweise schneller. Und dann nach dem Aufnehmen war dann die Stimme total verzerrt und tief. I bet there's some really cute photos in there. I wonder if I could recreate this photo with Chloe now. Ja, Alter, das wäre echt was für Instagram. Looks like Chloe's a lot more responsible than I am with my allowance. Chloes Taschengeld. Gespart, ausgegeben. Das ist echt vorbildlich. Ich habe immer alles weggeballert. Ich hab nichts gespart. Vielleicht ein paar Wochen mal ein bisschen. Und dann konnte ich es nicht halten, musste alles ausgeben. Chloe and I have been friends for so long. Oh, Junge. Ist der Typ ein Käse? Oder ein Brot? Was soll denn der sein? No. Ein Cookie! Okay. I guess I should try talking to Chloe again about my news. I can do that after I finish looking at everything. Ah, sie schiebt's vor sich her. Hey, what if my being in Seattle finally convinces Chloe to try an MMO? Kann ich spielen? Ich hab Bock drauf. Leider nicht. Die Baseballmütze. I could use this to recreate that old photo of Chloe. Yes? Pose for a photo with that? Dass sie das einfach macht, ich wäre immer so, nein, ganz sicher nicht. Tip your head back and put your arms out. And a really big smile. Like this? It's perfect. Stop moving. Really cute, Chloe. You're not so bad yourself. Ah, ja. Was können wir eigentlich angucken hier? Die Sammlung. Ah, okay. Wir haben überall was Cooles gefunden. Ah, kann man alles angucken nachhinein. Wie nice. Krass. Chloe and I spilled that wine months ago. But I still feel bad about it. Oh nein. Buch. That's so cool that Chloe's mom is thinking about this. Mit dem Wind segeln. Geschichten von Frauen, die in der Mitte ihres Lebens den Beruf wechseln. Herausgeben von... Okay, ja... Also wenn man lange Hausfrau war, ist das schon ziemlich heavy. You sure were troublesome to find. Ja, das Medaillon, das Amulett. Die Couch. Was ist mit der Couch? This used to be the rainy day pirate ship. Wollen wir uns hocken, reden wir ganz kurz mit ihr. Hey, Hippie. How's the masterpiece? Working on the last bit. How about you? Done with the time capsule? Ja. Yeah, I think so. Well, perfect, because now I'm finished. Check it out. Oh ja, diese... So silly. Ist es dieses Papier, wo du es wegkratzen musst und dann ist darunter die Farbe? Das sieht total geil aus. Himmel, diese Wunderkugel wird ewig halten. Wunderkugel? This jawbreaker is going to last forever? Just like... our friendship. Oh, Chloe, you were really drawing me that whole time. Whoa. Mushiness alert. Keep it together, Max. I guess now's my chance to tell Chloe I'm leaving. We might not be alone again once her parents get back. Hey, ready for something else? I've got a great plan for the afternoon. Crap. I don't want to ruin the rest of the day. You're staying for dinner, right? Would Chloe even want me to tell her? She didn't seem to want to talk about anything serious upstairs. Max? It's just Seattle. I'm probably overstressing about the whole thing.
right? Komm. Es wird Zeit. Chloe? Max? I want to tell you something. Okay. My family's moving to Seattle. Really soon. Hey. In 3 days, right? What? You knew that? Our parents do talk, you know? But they said I should be the one to tell you. They still told my parents. I guess Mom and Dad were trying to keep quiet too, but they're bad at hiding anything. Don't look so worried, Max. It's okay. Come on, Dorkmeister. It's not the end of the world. I should have just told you earlier. God, I feel so stupid. Max, I said it was okay. I was trying to tell you this morning, but... But I totally distracted you with the pirate tape. Success. Seriously? I didn't want this hanging over us all day. Plus, I know you hate this kind of conversation, so... I just left it alone, you know? Come on. I want to spend every minute we have together having fun. We'll keep in touch, okay? And visit, and maybe we'll move back. Who knows? Chill out. We can go to college together. It's gonna be fine. Vielleicht wird es gut, man weiß es nicht. We're Max and Chloe, remember? We're always together. Even when we're not. That's true. Cool. Let's find something fun to do. Mom? Black flies on the windowsill. That we are, that we are, that we are to know. Winter stole summer's thrill, and the river's cracked and cold. See, the sky is no man's land, a dark and plumed estate. Hope here needs a humble hand, not a fox found in your place. Bye.
this I know. But can't you see, or maybe you were the ocean when I was just a stone. Jo, das war sozusagen der Anfang von allem. Wo das Dilemma begann sozusagen. Thinking if I could just see you, but we'll get good at it, great at it. We'll write and talk all the time, and then you'll come visit, and it'll be like I never left. I mean it. You don't have to worry about anything changing. You're dealing with so much other stuff. You don't deserve any of this. Chloe, listen, even if we're moving for good, we are always together, okay? Even when we're apart, we're still Max and Chloe. I will always, always love you. No. Goodbye. Ja, geht ja nichts über ein Happy End, ne? Oh, weia. Ja, also ging es halt los, das Ganze. Max zieht weg, Vater ist gestorben. Und da beginnt ja dann Life is Strange 1 sozusagen. Nachdem Max wieder zurückkommt. Also davor war, bevor der Storm natürlich jetzt. Und jetzt käme Max zurück, das könnte man an sich auch noch spielen. Ich glaube, Last Strange 1 ist noch gar nicht gespielt hier auf Twitch und auch gar nicht auf dem CR2-Kanal. Aber es ist heftig, also ich habe gar nicht gerechnet. Das war so eine schöne, süße Episode. Dachte ich so ein Extra-Feature halt, ohne krass Handlung, halt einfach nur so ein bisschen Spaß, die Freundschaft zwischen Max und Chloe halt so ein bisschen. Dass dann das auch noch dazukommt, habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also es war schon sehr erschlagend gerade, aber ein bisschen bin ich traurig geworden, dann ging es wieder. Ja, heftig. Krasses Ding. Ja. Das war's mit Life is Strange Before the Storms. Dankeschön. Before the Storms, sorry. Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt Spaß gemacht. Gerne Like da lassen, kommentieren, würde mich auch sehr freuen. Und dann sieht man sich hoffentlich bald mal wieder zu einem weiteren Let's Play. Hoffentlich nicht ganz sein Ernstes. Genau, dann bis dann.